Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Jo, in diesem Part werden wir die erste Hälfte von der GT-Saga abschließen. Die Verschmelzung zu Super 17. Ich habe jetzt auch andere Moves reingemacht. So. You are me. I am you. We will become one. Dead Epic Fusion. Aber es ist so, fusioniert man sich. Nicht mit dieser Pose. Aber warum ist auf einmal die Hose kaputt? Hat noch nicht mal einen Schlag abgekriegt. Super 17. Yo, bro, was geht? Bam. Nein. Okay, jetzt tue ich aber mal nicht so. Okay. Bam, bam, bam. Bam. Alter, what? Nee, nicht mit mir. So, jetzt habe ich meine übelsten Kampfskills, die ich nicht habe, raus. Das Miese ist, gegen ihn bringt eigentlich Fernkampf eigentlich gar nichts. Probieren wir mal aus. Oh! Ich habe nichts gesagt. Ich kratze mich gerade am Rücken. Halt, stopp! Nein! Halt, stopp! Jetzt! Hä? Wir haben uns einfach fast nicht getroffen hat. Ich habe mich gerade am Rücken gekratzt. Das war nicht sozial, ja? Nee, das kann so nicht. Was hat er gerade getan? Du bist nicht sehr nett. Ich klatsch dich jetzt weg. Nö. 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 Spüre den Zorn von Chichi 2.0 mit Super Genki Dama auf Zoom. Und ich habe die Z-Seele reingemacht. Es frisst das, du Bastard. Bam. 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 Nochmal. Bürger des Universums, gebt mir Energie. Während des Moves bin ich unangreifbar. Sagen wir es mal so. Das macht die Z-Seele mit Kombination mit dem hier. So. Dann zeige ich mal her jetzt, was die Sequenz ist. Hey, Goku! Und für alle, die es nicht wissen, Goku wurde durch die bösen Dragon Balls wieder in ein Kind verwandelt von Pilaf. Ja. Und deswegen ist Goku jetzt wieder klein, aber im vierfachen Super Saiyajin ist er wieder ganz normal groß. Aber er ist halt ein Super Saiyajin 4. Alter, was? Ich werfe dem die Gekki da in die Fresse, ist mir scheißegal. Halt die Fresse. You disappoint me. Oh, wein doch. Weißt du, wie oft der Schaden nimmt jetzt? Ja, die Genki damals schon krass. Gib ihm! Bam. Da darf ich vorstellen, vierfacher Super Saiyan Goku. Ja, Goku, du kümmerst dich jetzt um ihn, du hast die geile Aura, ich nicht. Wie bitte? Ich. Aua. Ja, wenigstens darf ich jetzt ein bisschen Ki aufladen. Okay, ich verwandle mich jetzt in zweifachen Super Saiyajin. Vierfacher geht ja nicht. Ich hoffe, dass bei, wenn Dragon Ball Xenoverse 2 rauskommt, was ich sehr vermute, weil Towa und Mira ja nochmal weg sind. Und die haben ja am Anfang die Zeit nur beeinflusst. Deswegen würde ich mal denken, dass es noch einen zweiten Teil geben wird, wo die beiden so richtig krass fusionieren oder so. What? Was war das denn? Und ja, da hoffe ich auch wirklich drauf. Weil Xenoverse ist so ein geiles Spiel. Ich liebe es einfach. Bam! So. Und jetzt. Wie heißen der jetzt? Super Saiyan Gott, Super Saiyan Chichi. Deswegen gehen wir auch so ab, die Schmitzkatze. Direkt nochmal hier. So, und dann beenden wir es mal mit dem Urknall Kamehameha, wenn er denn in Reichweite ist. Attack! Ich habe ihn nur dreimal getroffen, wie bitte? Dann beenden wir es halt auf Chichi-Weise, oder doch nicht. Sturm Kamehameha! So, ja, Timestack Kamehameha habe ich auch. Bam! Bam! Und tschüss, Mann.
Chichi rastet richtig. That's it. Good. Keep concentrating on your training. Ja, mach ich. So. Da hat wohl jemand aufs Maul gekriegt. Oh nein. Hä? Hä? It's that hole again. Wieder ein Wurmloch. What the fuck? Hey. Are you going somewhere? You know, I gotta thank you. Make no mistake, I will pay you back. Kann ich ihn auch so kaum haben, Herr Goku? Nein. Kannst du nicht. Ja, nee. So, dann werden wir jetzt direkt die nächste Sage anfangen. The wormhole. It swallowed number 17. This isn't a coincidence. Demigra is most likely trying to... He wants to use Baby and Super 17 as tools to create a big distortion in history. I mean, I guess. Whatever the case, we can't allow any more of this. Assume this is our final chance. You got it? Right! But first, let's have ourselves a cup of tea. Really? So einen Tee trinken. Nö, sehe ich nicht ein. Deswegen gehen wir direkt in die nächste Saga und damit auch die letzte Eis-Shenlong und Nova-Shenlong. Nova-Shenlong ist mit eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere in GT, also so vom Verhalten her, weil der war echt sozial, er ist ja eigentlich böse, aber er wollte mit Goku einen ebenbürtigen Fight, war auch relativ nett. Ich rede gleich weiter. Bevor Trunks mir hier noch einredet. This abnormality, it was caused by the wormhole. There's no mistake. Baby and Super 17 have already been swapped here. In this history, evil Shenrons exist. They are powerful enemies that were created from the negative energy. Please, you have to be careful. Genau, ja, da kommen die Shenlongs vor. Und ja, der Nova Shenlong hat halt einen Bruder Eis-Shenlong und der hat halt Pan irgendwas antun wollen. Und ja, beziehungsweise wollte die Dragon Balls haben. Und ja, da wird jetzt erstmal eine Sequenz kommen. Yo, Bro, was geht? Und leider wurde Nova Shenlong dann von Omega Shenlong getötet, was ich wirklich schade finde. Das war wirklich traurig eigentlich. Und da habe ich noch einen kleinen Fun Fact am Rande. Für die es nicht wissen, Pan könnte theoretisch zum Super Saiyajin werden. Aber beziehungsweise nicht oder. Einfach der Macher von Dragon Ball wusste nicht, wie ein weiblicher Super Saiyajin aussehen sollte. Deswegen. Er hat auch. Gibt's auch. Keinen weiblichen. Ja. Then take it back by force. Okay. But I warn you, if I win, oh Gott. Gehst mir langsam auf den Lack. Bam! Erwischt! Eigentlich könnte ich mal Kiel an. Aua. Eigentlich stand ich gerade im Weg. Goku hätte den nur abkriegen sollen. So. So. I have the Genki-Dama. Gebt mir eure Kraft-Abonnenten. Hebt eure Hände in die Luft. Genki-Dama. Und wie die Genki-Dama für diesen epischen Bogen fliegt. Egal. Gib ihm. Genki-Dama. Bam. Nee, was Burst Attack? Urknall, Big Bang, Attack! So. Ja. Where do you think you're going? Focus on the fight. Bam! So, und tschüss. So, das ging relativ gut jetzt. Next one. Hallo. Und tschüss, Mann.
Oh mein Gott, Gil ist so ein Schisser. Pan macht den doch locker allein. Und ich bin immer noch ein Super Saiyan. Guck, ich bin auch ein Super Saiyan. So. There is no wrong way. Ah. Das Universum, es gibt mir Energie. They took the Dragon Balls from so. Taking this girl hostage will make killing Goku easy. Okay. Let's defeat Ice Shenron and rescue Pan. So. Da. Genki-Dama, du kannst mir eh nix. Aber du kannst Pan was und das ist nicht so toll. Genki-Dama! Impossible! How could I lose to that? Bam! I'm gonna pay you back for what you did earlier. So, und jetzt sind wir noch in Genki-Dama. Ist halt eigentlich eine relativ geile Kombo, während in dieser Super Genki-Dama ist. Einfach Urknackhammer-Meha zu laden. Und ihm dann noch zu geben, weil falls er die Genki-Dama abwehrt, wehrt er sicherlich nicht mehr das Urknall-Kamehameha ab. Oder den, oder andere Kamehameha-mäßig. Alter! Woo! Ich reg dich mal ab, Mann! Das ist eindeutig Aggressionsprobleme. Okay. What the fuck? Hat dir das was gebracht? Aua, nein. Einfach nein. Yo, Pan, gib ihm! Pan macht die doch alleine, habe ich doch gesagt. Der macht den jetzt eiskalt. Ah, haha. Dieser Wortwitz, der ist doch schon Eisschimmer. Oh mein Gott. Na, okay, warte. Dafür habe ich jetzt auch selber geohrfeigt. So schlecht war der. So, Nova Shenlong wäre da. Nova und Eisschimmer. So. Dann werden die beiden auch schon mal down. Dann machen sie nämlich nichts mehr. So, Super Shenlong vs. Super Saiyan 4 Vegeta. Das sehen wir im nächsten Part. Und der nächste Part wird der letzte sein. Denn wir sehen nämlich noch den ultimativen Teamkampf. Was es damit auf sich hat, sehen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao.